Mein Corona-Update heute am Wahlsonntag in Rheinland-Pfalz. Das ist der 14. März 2021. Ja, wo fange ich denn am besten an? Also ganz wichtig, die Impfung muss in die Hausarztpraxen. Wir gehen da nicht in die Konkurrenz zu Impfzentren. Natürlich können die weiter betrieben werden, aber wir würden eine richtig Dampf da reinbringen, dass es schneller geht, dass wir eben auch impfen können. Ich habe jetzt, warten Sie mal, das sind 12, 14 Leute, bettlägerige Patienten zu Hause geimpft. Das hat gut geklappt. Ich werde wahrscheinlich nochmal so ungefähr 6 nachschieben. Ganz einfach, ich habe mir den Impfstoff bis jetzt nur von BioNTech gehabt. Ich habe mir das selbst mit Kochsalz aufgelöst und mit auf den Hausbesuch genommen. Das ist gar kein Problem. Dann können wir auch den AstraZeneca-Impfstoff benutzen oder Johnson Johnson, wenn es den dann irgendwann gibt. Also AstraZeneca auf jeden Fall. Noch dazu etwas mit diesen Embolien oder Thrombosen, die da aufgetreten sind. Jetzt muss ich mal ganz deutlich sagen, wenn wir eine gewisse Anzahl von Menschen nehmen oder wir nehmen alle und sagen, so und so viel Prozent der Menschen bekommen in einem bestimmten Zeitraum eine Thrombose. Gibt es von jedem Krankheitsbild gibt es so eine Statistik. Genauso häufig ist das aufgetreten bei Menschen, die eben von AstraZeneca den Impfstoff bekommen haben gegen Corona. Also identisch. Jetzt zu sagen, das kommt von AstraZeneca, das ist Unsinn. Deswegen sagt man statistisches Problem, dann sagt man, oh, statistisches Problem. Nee, ist ganz klar. So und so viele Menschen haben das und das und das. Da gibt es eine Prozentzahl. Muss jetzt nicht unbedingt Corona oder muss jetzt nicht unbedingt Thrombose sein, aber das gibt es halt. Ja? So und so viel Prozent der Menschen kriegen einmal im Jahr eine Erkältung. So, jetzt trinken die einen Schluck Milch und dann sagt man, okay, jetzt gucken wir mal bei denen, ist der Prozentsatz genauso hoch? Da kann ich auch nicht sagen, nur weil die Milch getrunken haben, sie haben die sich erkältet. Und so ist das eben bei AstraZeneca-Impfstoff auch. So. Wer aber Covid-19 hat, also Corona erkrankt ist, viel, viel schlimmer, da kommt es wirklich statistisch auffällig häufiger zu Thrombosen, Blutgerinnseln und diese ganzen Geschichten. Also man darf das nicht einfach verwechseln. Das hat nichts mit AstraZeneca zu tun. Der Impfstoff ist gut und wir sollten froh sein, dass wir ihn haben. Und er ist der ideale Impfstoff auch für die Hausarztpraxis, kann nämlich gelagert werden bei Kühlschranktemperaturen und er ist transportabel. Wir müssen nicht Angst haben, dass der beim Transport, beim Hausbesuch, dass der da irgendwie zerstört wird. Also diese beiden Dinge liegen mir am Herzen. Wir stehen, Gewehr bei Fuß, die Praxen, sind ja nicht nur Hausarztpraxen, auch andere Praxen werden mitmachen. Also wir stehen Gewehr bei Fuß, wir können das, wir machen das jedes Jahr seit vielen Jahren, warten nur auf den Impfstoff, können dann loslegen, können wir eine schnelle Massenimpfung erreichen. Dadurch gibt es weniger Mutationen, das muss man ja auch wissen, das habe ich ja schon mal gesagt, weniger Mutationen, wir erreichen die Herdenimmunität und die Sache ist hoffentlich dann bald erledigt. Und lassen Sie sich, wenn er da ist, ruhigen Gewissens mit dem AstraZeneca-Impfstoff impfen. Wir müssen sowieso das nehmen, was wir haben. Wir können nicht sagen, ich möchte aber das oder ich möchte das. Was da ist, das wird auch verimpft. Okay, also, machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie mir gesund. Tschüss.